But, Mr. Lemke, selecting your camera position. In Frankfurt interviewt die BBC Robert Lemke. Der Reporter will wissen, haben Sie für den World Cup ein spezielles Verfahren der Kameraführung entwickelt? Zum Teil. Es ist ein Kompromiss. Wenn man zu viele Kameras hat, dann wird damit herumgespielt. Das hatten wir vor ein paar Wochen in Brüssel. Zu viele Kameras und zu viele Nahaufnahmen verwirren. Man weiß dann nie genau, wo die Spieler im Feld stehen. Wir wollen aber auch keine Supertotalen des Spielfeldes. Lieber das, was der Zuschauer von der Tribüne aus anschaut. Etwas näher heran, abwechselnd mit Nahaufnahmen, aber nicht zu oft. Denn man will ja wissen, wo der Ball ist. Wenn der Spieler A den Ball spielt, dann sollten Sie nicht nur den Ball sehen und den Spieler B, der den Ball bekommt, Sie sollen auch den Spieler C sehen, der den Ball eigentlich hätte kriegen müssen, weil er in der besseren Position ist. Und in Amerika? Das amerikanische Fernsehen überträgt nichts von der Fußballweltmeisterschaft. Über eine merkwürdige Zuleitung kommen aber doch Live-Bilder ins Land, in einige Kinos und Sporthallen. Die Eintrittspreise sind hoch. Im New Yorker Madison Square Garden zittern blasse Spiele über 4 Bildwände. Hamburg, 22. Juni. Ein strahlender Samstag. An diesem Abend spielt Deutschland gegen Deutschland, die Bundesrepublik gegen die DDR. Die Mannschaften versichern, es wird ein Spiel wie jedes andere. Niemand glaubt das. Auch nicht die ausländischen Radio- und Fernsehsender. Für das 18. Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft sind die Buchungen steil hochgeschnellt. 48 Sender in aller Welt haben die Fernsehbilder beim DOZ bestellt. Das ZDF sendet live einen unilateralen Vorbericht aus dem Hamburger Hexenkessel. So wie auch auf der Stadionanzeige hier angekündigt, die Fraktionschefs Professor Karstens und Wolfgang Mischnick. Das Subzentrum im Hamburger Volksparkstadion. An jeder Überwachungseinheit hängen 5 Kommentatoreinheiten. Die Herren heißen in der DOZ-Statistik Einsatzpersonal, abgestellt vom NDR. Sie passen auf, dass das Staccato der Kommentatoren laut und deutlich bis Stockholm, Bogota und Bukarest durchdringt. Walter Paul Janis und viele, viele andere mehr. 148 ist Feedback und Kommentar auch da jetzt. Da, your Feedback line. Hallo. Sie sind Gervasi, ich escucho perfektamente bien. Второй, пятый, четвертый, третий, 14-8. Intermedia y bandera y color amarillo en la franca inferior. Repetimos. In beiden Deutschland haben sie jetzt Herzklopfen. Da macht es Klick und aus den Fernsehern in Norddeutschland kommt plötzlich ein ganz anderes Spiel. Eine Umschaltautomatik hat sich vergriffen. Alle übrigen Pannen ereignen sich auf dem Spielfeld. Continúa en poder del balón, pasa adelantado. Ahí está rechazando Beckenbauer fuerte. El balón está quedando sobre la línea media. Y tercer lunes de mes, transmisión de Caracol desde el Volksparkstadion de Hamburgo. Red Globo di televisão, diretamente de Hamburgo. Il fait une passe pour ça. Franz Beckenbauer qui essaie de chercher un partenaire, il ne trouve personne. 5 minutes, сыграли в первом тайме участники сегодняшнего матча. 0-0, 0-0. Toma posición Breiter. Das DOZ hat mit der FIFA exakte Regeln vereinbart, wann die Trainer der Presse, den Radioreportern und dem Fernsehen vorgeführt werden. Nach dem Hamburger Spiel kommt Helmut Schön in das Interviewstudio. In Wiesbaden läuft jetzt das aktuelle Sportstudio des ZDF. Es ist das Paradebeispiel einer unilateralen Sendung. Live. Was ist? Ja, das ist sehr schön. Ich möchte ein Gespräch beginnen kann, und zwar mit einem Kollegen, den wir seit vielen Jahren, fast hätte ich gesagt, seit 2 Jahrzehnten kennen. Das ist Wolfgang Hempel und Werner Schneider wird ihn jetzt interviewen. Ja. Mach mal die Tür zu. Und ab, bitte. Naja, aber das gehört zum Beruf und man muss sich dann auch stellen und
Es gibt sicher einiges dazu zu sagen, aber das meiste davon möchte ich doch erst mit den Spielern besprechen. Aber es ist so, dass ich natürlich sehr enttäuscht bin. Wir haben vergessen, in der ersten Halbzeit ein oder zwei Tore zu machen. Auch wenn wir überlegen gespielt haben, ist an der Niederlage nicht zu deuteln. Die DDR hat eben ein Tor geschossen, hat demzufolge verdient gewonnen. Nach dem Verlierer kommt sofort der Sieger, ebenfalls unilateral. Dieses Mal unterbricht das DDR-Fernsehen sein Programm für die Live-Schaltung aus Hamburg. Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir hier ein laufendes Unterhaltungsprogramm des DDR-Fernsehens unterbrechen, aber Sie werden das verstehen, dass wir uns an diesem Abend jetzt noch einmal direkt aus Hamburg melden, nach diesem Spiel, das die DDR-Fußballnationalmannschaft mit 1:0 heute gegen die Auswahl der BRD gewonnen hat, durch ein Tor von Sparwasser nach 78 Minuten. Wie haben Sie das selbst unten empfunden? Bei genauer Analyse dieser Spielweise der BRD-Mannschaft dann unsere Taktik entwickelt. Und ich muss den Spielern bestätigen, dass sie sie sehr gut und straff eingehalten haben. Der taktisch ist, wenn er seine Aufgabe erfüllt hat, und das ist die Grundlage für diesen Sieg gewesen. München am 7. Juli. Ein kühler Sonntag. Es sieht nach Regen aus. Henry Kissinger ist in der Stadt. Fahnen werden geschwungen. Der Marienplatz ist voll von Menschen. Über der Stadt herrscht striktes Flugverbot. Abfangjäger stehen bereit. Radio- und Fernsehgesellschaften in allen Erdteilen hängen jetzt am Olympiastadion. Das Endspiel werden mehr Fernsehzuschauer sehen als die erste Mondlandung oder den päpstlichen Ostersegen, de Gaulles Totenfeier, Hans Hochzeit, Nixons Aufwartung bei Chu. Ja, auf der Feedback aus Mailand kriege ich nichts. Nein. Ab 13:50 Uhr gebucht, ist die Leitung schon durch, gesteckt. Gesteckt ist alles, danke, dann geht es sonst weiter ins Bestimmungsland, danke. Tirana für München, bitte. Hallo, Brach, bitte kommen für München. Hallo, Brach, bitte kommen für München. Dann musst du wieder zurück auf die alte Uhrzeit. Ohne Aufnehmen. Ja, ist gut. Die beiden. Die sind geblieben. Von den Olympischen Spielen haben die Kameras des DOZ 70% der 1000 Ereignisstunden übertragen. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft sind es 100%. Jetzt beginnt der letzte Akt. Die Toreros aus Deutschland und Holland marschieren ein. Kein Vorfall in der Geschichte der Menschheit hat sich je so öffentlich abgespielt wie die kommende Schlacht. Satelliten spiegeln die Münchner Fernsehbilder über die Welt. Wo das Fernsehen noch nicht erfunden ist, kommt das Endspiel aus den Radios. 580 Millionen sehen das Spiel. Aber 1.200.000.000 Menschen hören es. Dann Jürgen Grabowski, der heute 30 Jahre alt wird, am rechten Flügel. Ungeheuer selbstsicher aufspielt. Außerdem scheint Hoeneß seine alte Stärke wiedergefunden zu haben. Setzt sich jetzt gegen drei Spieler durch, der Frankfurter Grabowski. Da gibt es also nichts auszusetzen an der deutschen Elf, nichts zu kritisieren. Das war's wohl.
Sie haben es geschafft. Die deutsche Mannschaft, die Weltmeisterschaft, das deutsche Olympiazentrum, die 38 Übertragungen, das Dabeisein, die Hochspannung, die Wutausbrüche, den Jubel. Von den 99 Radio- und Fernsehnetzen steigen jetzt 98 aus. Übrig bleibt die allerletzte Sendung des DOZ. Unilateral für das deutsche Fernsehen. Der Sieger kommt ins Studio. Ich setze mich links von dir. Aus Höflichkeit. Du bist doch besser. Gib mal alle raus. Ja. Dienstgünstig. Leute, das ist nicht so einfach. Was denn? Hinterher nun so alles Mögliche schon zu sagen. Wenn man das Spiel selbst erst noch verdauen muss. Also sag's doch mal. Sag doch mal das. Gib mir mal ein bisschen was zu trinken. Ich hab aber wir sind Weltmeister und da können wir alles antworten. Stimmt's nicht? Und die Weltmeisterschaft wird dann nicht in einem Spiel errungen zum Schluss, sondern wir haben uns ja auch durchbeißen müssen. Ja, und wir sind durch Dreck gegangen. Durch Dreck gegangen. Und durch Dreck gegangen.